Entering Secret Wolfenstein Level. Ja, krass. Na super. Ja, wen haben wir denn da schon wieder? Da will man ein bisschen Doom spielen, denkt da nichts Böses und auf einmal, haha, Secret Wolfenstein Level, guck mal, Hitler. Aber gut. Ich hoffe mal, dass hier die Secrets nicht auch wie in Wolfenstein sind, aber wenigstens haben sie diesmal eine Ausrede dafür. Aber gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall viele Gegner, viele Secrets. Und das Problem ist, die werden alle an so random Wänden sein. Wie in Wolfenstein halt, ich meine, ja. Hier ist wenigstens, wie gesagt, die Ausrede legitim. Weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein Wolfenstein-Level ist, oder ob es einfach nur einem nachempfunden wurde. Oder halt dem Wolfenstein-Level-Stil nachempfunden wurde. Auch eine Möglichkeit. Aber naja, schauen wir einfach mal. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Munition und sehr viel Rüstung. Ich habe glücklicherweise schon 200. Ja, es ist jetzt halt das, ich kann jede Flagge einmal anklicken und gucken. Ist da vielleicht möglicherweise ein Secret, ich meine ja. Ach komm schon. Ich wollte sie doch nur beide treffen, war das so viel verlangt? Okay. Nope. Ja. Oh Gott. Ey. Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Das ist nicht passiert. Ach komm schon. Hier haben wir nix. Wie es halt einfach so normal wurde, dass halt Pinkies praktisch die Hunde sind. Ich meine, es haben sich einfach auch die Leute von It damals gedacht. Haben sich einfach gedacht, ja, wir haben jetzt die SS-Soldaten reinprogrammiert ins Spiel. Jetzt könnten wir theoretisch die Hunde auch noch reinprogrammieren. Ach nee, lass Pinkies hinsetzen, passt. Ich meine, passt ja auch. Zack. Na? Ui. Ja, guten Tag. Was macht ihr denn hier in der Versammlung? Ich störe diese Versammlung mal. Ihr seid immer noch eine Versammlung. Aber naja, eine Versammlung der Toten. Oh ja, komm, ess ihn. Ess ihn. Ich hoffe, er hat geschmeckt. Was haben wir hier Schönes? Lost Souls, oje. Okay, hier läuft man im Kreis. Auch nicht schlecht, dann laufen wir einfach hier lang. Hier scheint es weiter zu gehen.
Ich habe noch keins der 9 Secrets. 9, das muss man sich mal geben. Ich kann jetzt wahrscheinlich jede Wand einmal anklicken. Und hoffen, dass sich irgendwas öffnet. Keine Ahnung, irgendwann funktioniert es bestimmt. Aber gucken wir mal. Ich habe halt auch echt keine Lust, jede Wand einmal anzuklicken. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Oh, das hier sieht aus nach Secret. Nee. Okay. Wo waren jetzt hier was mit der blauen Karte? Die habe ich doch, glaube ich, schon mal gesehen gehabt. Perfekt. Und kein Problem, kein Problem. Oh, was? Ja, krass. Finally. Finally hat's mal geklappt. Es war jetzt aber auch tatsächlich ein bisschen offensichtlicher. Aber ja, man muss einfach Wände anklicken und hoffen, dass irgendwo mal ein Secret dabei ist. Ja, ich gehe mal in die Richtung. Hier war zumindest... Ah ne, warte, hier war der Anfang. Oh. Ja, nett. Na, wenigstens schon mal 2 Secrets. Yay. Das ist gut, denke ich. Oh. Ich muss ganz kurz was schauen. Das sieht merkwürdig aus. Ha. Das sieht tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Hier geht's rein. Warum? War das einfach nur ein... Wurde das einfach nur übersehen oder hat das einen Grund? Oh, ich sehe übrigens was auf der Map. Das hier geht auf. Nice. Na gut, wenn man die Map ein bisschen näher ranzoomt, dann verrät die einem eventuelle Positionen von den Secrets. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Good to know, good to know. Dann muss man jetzt eigentlich nur noch hier mal nochmal rumlaufen. Muss ja eh die Karte suchen, welche ich so nicht finden werde, denke ich. Also es ist wahrscheinlich eher blöd, wenn ich das so mache. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo die Karte ist, ne? Absolut keine Ahnung, wo die Karte ist. Waren hier. Und hier geht's dann durch. Wir hatten die doch schon mal gesehen, oder? Wo war das noch gleich? Hier, nett. So, dann geht's ab. Richtung blaue Tür. Und schön die Automap im Auge behalten. Okay. Hier brauche ich dann noch die rote und die gelbe irgendwann. In dem Raum scheint es keine Secrets mehr zu geben. Hier sieht es auch nicht nach weiteren Secrets aus, also geht's weiter. Ach komm schon.
Okay. Hier geht's nicht durch. Hier dafür. Oh, Spectres. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass es in Wolfenstein 3D keine unsichtbaren Hunde gab. Aber wer weiß, was die Nazis hier sich schon wieder ausgedacht haben. Ich meine, ne? Im Wolfenstein-Kanon sind die ja sehr experimentierfreudig. Also wären unsichtbare Hunde wahrscheinlich irgendwie drin. Mit anderen Worten, die Spectres kann man schon mal reinhauen. Die Textur ist anders. Warum ist die anders? Hui. Na komm. Seid kooperativ und sterbt bitte alle. Okay. Wow. Erstmal daneben schießen wie ein Weltmeister, ey. Huiuiui. Ein Weltmeister im daneben schießen, das ist eigentlich eine passende Beschreibung für mich. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum die Texturen die ganze Zeit anders waren, weil man hier wahrscheinlich dann immer die öffnet sozusagen, oder? Oder nicht? Nee. Nee, okay. Dann geht's jetzt wahrscheinlich einfach nur zurück. Und durch die jemals verschlossene Türe, genau. Zack. Hier erstmal schön alles einsammeln. Langer Gang, langer Gang. Ha. Fällt mir hier irgendwas auf an einer der Wände? Ich glaub ja nicht. Sehen alle sehr gleich aus. Der Unterschied ist aber halt auch echt nur minimal, wenn man sich mal hier die Automap anguckt. Es ist echt ein minimaler Unterschied zwischen den beiden Linien. Die ist halt so ein bisschen. Die hat eine ganz, ganz kleine andere Farbe. Also ganz klein wenig andere Farbe. Ja, ja. Egal. Ich habe gehört, dieser Baron möchte nicht mehr leben. Ich bin mal so nett. Bin sozusagen die Make-A-Wish Foundation für diesen Baron. Und ja. Es scheint ja funktioniert zu haben. Er hat bekommen, was er offensichtlich wollte. Mal gucken. Ach, come on. So, ich hab's mal ein bisschen, zumindest ein bisschen beschleunigt. Okay. Jetzt haben wir die rote, heißt ab Richtung rote. Zack. Was möchtest du denn eigentlich, du Kako? Ich habe ein bisschen dieses Gimmick überreizt von wegen,
Von wegen, wir machen einfach einen langen Gang und dann ist da ein Schalter. Okay, das hier erinnert natürlich jetzt sehr arg an das eine Endgegner-Level. Leider erinnert nicht die Position der Secrets daran. Hat doch zumindest eins. Oh! Okay. Okay, okay. Ja. Machen wir uns das Ganze schön einfach. Kein Problem. Okay. Hier haben wir nichts weiter. Dann geht es jetzt wohl rüber Richtung Gelbe und arg viele Secrets habe ich nicht gefunden. Denke ich mal. Okay, fast die Hälfte. Oh Gott! Ja gut. Ah. Ja gut. Oh, ja, ich dachte schon. Bei der einen Rakete dachte ich, die erwischt mich jetzt. Naja, immer ein bisschen wieder für die Notfallplasma und für den Notfallraketenwerfer. Aber da habe ich jetzt natürlich nochmal gut was in diesen Cyberdemon reingeballert. Aber okay. Damit hätten wir das Secret Wolfenstein Level abgeschlossen. Ja, war ganz nett. Bisschen zu lang vielleicht, aber naja. Eigentlich echt nur Kleinigkeit. War ein ganz nettes Level. Oh ja, dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okidoki, wir fangen mal mit den Secrets an. Wir gehen wieder hier rein. Der Raum. Wo wir halt den Mastermind bekämpft haben. Da einfach drücken. Dann gehen wir hier rein. Zack. Wir haben hier noch einen Raum mit ziemlich viel nettem Stuff für uns. Dann geht es nochmal hier weiter. Und zwar einmal hier nochmal entlang, bis man hier unten ist. Und dann kommt man hier rein. Kriegt eine BFG. Und auch noch eine Automap. Dann gehen wir jetzt nochmal etwas weiter in den Anfang zurück. Na, man sieht es schon auf der Automap. Ui. Okay. Und zwar hier. Ja, damit hätte man dann alle Secrets.